Guten Tag. Hier präsentieren wir Ihnen nun etwas ganz Besonderes. Ein absolutes Leckerli für den Porsche-Freund, für den Puristen, für den 911er-Liebhaber. Hier zwei, nicht einer, nein, zwei Fahrzeuge aus der auf 25 Einheiten limitierten Sonderserie Rennsport Reunion Edition. Alle drei Jahre findet am Laguna Raceway in Kalifornien das Rennsporttreffen teil. Das ist das größte Treffen von Porsche-Freunden in Nordamerika. Dies wird aktiv unterstützt von Porsche of North America. Und im Rahmen des fünften Treffens ließ sich Zuffenhausen dazu überreden, eine auf 25 Einheiten produzierte Sonderserie aufzulegen, die nur an ausgewählte Kunden ging. Unser deutscher Sammlerkunde hatte dank unserer Mithilfe nun das Glück, nicht ein, sondern zwei dieser Einheiten zu bekommen, um in seine Sammlung in Deutschland einfügen zu dürfen. Nun ein kurzer Rundumgang. Eine Rennsport Reunion Edition ist als Basis ein 2016er Porsche 911 GTS. In einer Farbe, die ich so noch nicht gesehen hatte. Das nennt sich Fashion Grey, Modegrau. Das ist keine Metalliclackierung. Als Paint-to-Sample eventuell zu bekommen, wenn man denn einen Paint-to-Sample-Slot bekommt. Hier kurzer Blick auf den Markt Ihres Vertrauens. Das Schöne an dem Fahrzeug ist unter anderem, dass wir hier den breiten Hintern vom PS haben, aber kein Allradantrieb. Das macht das Fahrzeug natürlich leichter. Und darauf ist es auch ausgelegt. 430 PS, 3,8 Liter Motor. Bekannt aus dem S. Schön sind auch die 20 Zoll Sportdesign Felgen in Schwarz, in Anlehnung an die bekannten Fuchsfelgen. Es sind viele Sportdesign Elemente in dem Fahrzeug zu erkennen, wie zum Beispiel auch die Außenspiegel. Im Rundumgang mit dem Rennstreifen ein ausgesucht tolles Fahrzeug. Aggressive Front, untergezogener Spoiler. Beide Fahrzeuge zeichnen sich durch eine nicht existente Laufleistung aus, zwischen 13 und 43 Meilen. Die Fahrzeuge wurden noch nicht wirklich bewegt. Vielleicht ein kurzer Blick auf das, was wir noch vom Motor aus sehen können. Vielleicht bei diesem Fahrzeug oder bei beiden. Über die Jahre wurde der Zugang ja immer kleiner oder die Einsicht, die Porsche uns gewährt. Hier sehen wir dann GTS, zwei Eingänge und selbiges bei seinem kleinen Bruder oder bei seinem gleichwertigen Bruder, muss man sagen. Schauen wir auch mal in den Kofferraum, bevor wir uns innen umschauen. Auch hier alles, wie sich beim Neuwagen gehört. Ein Carcover kommt gleich mit. Hier ein OEM. Und hier ein Aftermarket in Rot. Diese Fahrzeuge werden natürlich separat in 20 Fuß Containern nach Deutschland geliefert. Jetzt ein Blick ins Innere. Wo wissen, wurden diese Fahrzeuge nur mit Handschaltung ausgeliefert, alle 25 Einheiten. Wobei der wahre Kenner weiß, es gibt einen mit PDK. Wie der Kunde das bekommen hat, wissen wir bis heute nicht. Hier sehen wir auch, das sind 18-fach verstellbare Hardback-Sportsitze. Eine ganz tolle Option, es sitzt sich fantastisch da drin. Innen ist Leder und Alcantara, Himmel Alcantara, Sportdesign Lenkrad, manuell verstellbar, Alcantara.
Das hier ist beleuchtbar, die Rennsport Edition auf beiden Seiten. Und innen das GTS Carbon Paket in Karminrot. Hinzu kommt, ist auch die Instrumentierung oder der Drehzahlmesser Karminrot. Hier eine weitere Applikation vom Rennsport Reunion. Ich bin begeistert von dem Fahrzeug und verliebt. Sport Chrono. Weiterer Blick auf Rennsport Reunion. Das sind die Becherhalter. Das Fahrzeug hat natürlich alle Papiere, die es soweit hat oder haben muss. Hat PASM, PSM, PDSL Plus. Sport Plus. Alles, was ein Fahrzeug in dieser Güte braucht. Ein Bose Surround Sound System. Einen Parkassistenten. Sehr sinnvoll. Ein tolles Fahrzeug. Beide Fahrzeuge, wohlgemerkt. Wir sind sehr froh und sehr stolz, diese zwei Fahrzeuge für unseren Kunden vermittelt haben zu können. Wir werden nun diese Fahrzeuge, wohl weiß ich nicht, fahren, sondern nein, rollen. Hier bei unserem deutschen Speditionspartner in Florida. Fahrzeuge werden dann fachgerecht jeweils in 20 Fuß Container verpackt, gehen nach Miami und von dort geht es dann nach Bremerhaven und von Bremerhaven direkt in die Sammlung unseres Kunden ohne Homologation. Vielen Dank und auf Wiedersehen.